Tja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Switch. Hi, was war das für eine Betonung? Ich weiß es nicht, cry. Ich weiß es nicht. Aber gut, moin. Wir wollen heute mit dem Hausbau weitermachen, das ist ja wohl ganz klar. Ne? Das fragen Sie so doof. Ich meine, das sieht doch jeder Blinder mit 1 Krückstock. Dass ich hier gerade an meinem wunderschönen Haus zugange bin. Dass ich gerade versuche, dieses Haus fertigzustellen. Also, fragen Sie mal, please, nicht so dumm Fangs. Und hi. Ja gut, Jungs, Mädels. Wir sind wieder mal... jetzt juckt mein Auge wegen einem Haar. Da muss ich das Auge natürlich jucken. Da muss ich am Auge... ordentlich jucken, damit das, damit dieser Schmerz nachlässt. Ja. So, Jungs, jetzt aber wirklich hier Real Rap. Wir haben uns im letzten Part ein wenig über das Terraria-Let's Play unterhalten, das niemals kam. Und da ist so die Frage. Rede uns, Kai. Hast du Lust zur Switch-Version von Terraria? Ebenso ein Let's Play zu machen. Genauso wie du es zu der Wii U-Version gemacht hast. Da muss ich erstmal etwas zu sagen, Sie Schwein. Und zwar lassen Sie es sein, mich hier zu beleidigen, Fangs. Zweitens. Ja, ich hätte schon irgendwie Bock. Aber ich denke mir so, wenn dann irgendwann Stardew Valley rauskommt. Für die Switch. Denke ich mir so, warum willst du Terraria spielen, wenn du genauso gut auch Stardew Valley spielen kannst? Weil, ich bin mir nicht ganz sicher, wann es, also generell das Thema, was kommt als nächstes, Minecraft Switch Community oder Terraria oder Stardew Valley. Ich möchte nicht alles auf einmal starten, ne? Ich kann mich auch jetzt erstmal für Stardew Valley Switch erkundigen, wann das rauskommen soll. Vielleicht gibt es auch schon ein Erscheinungsdatum. Oh. Stardew Valley for the Switch. Release date changed from summer to just 2017. Okay, Stardew Valley ist wohl erstmal zum Schneider und kommt erstmal gar nicht. Weil die Entwickler anscheinend zu inkompetent sind, das Spiel zu entwickeln für die Switch. Wahrscheinlich ist es auch zu leistungsintensiv für die Switch. Wahrscheinlich hat die Switch viel zu wenig Power, um das zu handeln. Zum Heulen. Ich kann es ja mal vorlesen. Also, eigentlich sollte Stardew Valley im Sommer, so wie ich das halt auch im Kopf hatte eigentlich, für die Switch erscheinen. So. Anscheinend. Also, so habe ich es in einem, so sehe ich es gerade im Reddit-Forum. In irgendeinem Reddit-Forum wird gerade darüber geschrieben. Und zwar vor 20 Tagen ungefähr. Hey, ja. Na gut. Vielleicht finde ich da auch eine deutsche News zu. Ach, warte mal, stimmt, da war ja was. Und zwar sehe ich gerade auf Nintendo Online. Ich erwähne diese Newsseite natürlich mit Namen. Und ich sage nicht dazu irgendwelche Drecks GmbH, so wie Endtower oder so. Ne? Die wird natürlich namentlich positiv erwähnt, ist auch ganz klar, meine lieben Fräuleins. Ist auch keine Drecks GmbH wie die Endtower Newsseite, die irgendwelche 10-jährigen Kinder Artikel schreiben lässt, wie so richtige Sklaven. Aber okay. Na gut. Jedenfalls, Stardew Valley für Switch erreicht anscheinend Testphase. Ist eine News vom 11. August, also noch relativ frisch. Im vergangenen Jahr, ich zitiere einfach mal, oder ich lese einfach mal vor. Im vergangenen Jahr wurde Stardew Valley als die moderne Antwort auf Harvest Moon gefeiert. Speziell auf Steam verbreitete sich die Farm-Simulation mit Rollenspielcharakter wahnsinnig schnell und konnte sich über 1 Million Mal verkaufen. Es folgten Umsetzungen für andere Plattformen, darunter die PS4 und Xbox One. Richtig, die Wii U war nicht dabei, weil die Wii U will keiner haben. Also will auch keiner Stardew Valley für Wii U sehen. Will keiner. So. Bereits früh kündigte Nintendo an, dass Stardew Valley auch für die Switch erscheinen wird. So soll die Nintendo Switch-Fassung die erste Konsolenversion sein,
die mit dem derzeit in Entwicklung befindenden Mehrspielermodus versorgt wird. Oh! Mehrspieler! Was? Together mit Mario. Sofort. Geil! Also wenn dem so ist, ja, weil... so soll die Switch-Fassung die erste Konsolenversion sein. Also noch vor PS4 und Xbox One. Ich kann es gar nicht glauben, dass Switch mal exklusiv ist, zeitexklusiv ist. Aber, sie soll die erste Konsolenversion sein, die mit dem derzeit in Entwicklung befindenden Mehrspielermodus versorgt wird. Die Veröffentlichung wurde für Sommer 2017 datiert. Allerdings fehlten bislang Anhaltspunkte dafür, wie weit die Entwicklung der Switch fortgeschritten ist. So. Jetzt gerade vor 4 Tagen gab es eine Testerin, oder die eine Mitentwicklerin von Stardew Valley, glaube ich, und zwar einmal die wunderschöne Grazile Molly Carroll. Und sie hat quasi ein Bild auf Twitter gepostet, auf dem halt steht: I'm testing Stardew Valley on the Switch. So, und das halt dazu. Na? I'm testing Stardew Valley on the Switch. Und da sieht man halt auch schon, sie hat eine Switch. In, ich kann es euch mal zeigen. Ich zeige euch das jetzt mal. Wobei, nee. Sie hat halt eine Switch-Konsole, sie hat ein Foto gemacht. Und auf diesem Foto ist eine Switch-Konsole. Und die Switch-Konsole spielt gerade Stardew Valley ab. So. Ziemlich cool. Weil Stardew Valley habe ich bisher auch noch nie gespielt und ich würde es ganz gerne mal spielen. Vor allem, wenn man einen Multiplayer daraus ziehen kann. Dann würde ich ganz gerne auch, damit jemand, der Stardew Valley über alles liebt, zusammenspielen. Mario ist da ja so ein Experte. Der hat ja wohl Stardew Valley auch mal irgendwie Let's Played, aber hat das nie zu Ende gebracht. So wie alles, was er Let's Played leider. Das ist halt Mario. Aber sobald er mal für mich oder mit mir aufnimmt, dann kriegen wir das schon hin. Aber Stardew Valley, ey. Bin schon heiß drauf irgendwie. So Harvest Moon habe ich zwar nie so richtig gespielt, aber so Aufbausimulation, so ein Aufbausimulationsspiel mit RPG-Elementen. Es soll ja mit Rollenspiel-Elementen sein, ne? Ja, genau, mit Rollenspielcharakter halt, ne? Genau. So. Und diese Molly Carroll, um das mal, oder. Doch, die Molly Carroll, so hieß sie. Also die Entwicklerin von Stardew Valley, wie sich jetzt rausgestellt hat, nachdem ich die nächste Zeile gelesen habe. Sie ist doch Entwicklerin und nicht irgendwie Testerin oder so. Sie entwickelt das ganze Spiel auch anscheinend für die Switch mit und testet es gerade. Und naja, laut Nintendo Online, passen Sie auf, hören Sie zu. Ich meine, vielleicht, wenn ich dran denke, verlinke ich euch diesen Artikel mal in der Beschreibung. Könnt ihr auch mal durchlesen, falls ihr interessiert an Stardew Valley für die Switch seid und ihr den aktuellen Stand wissen wollt, wie es aussieht. Aber die Entwicklerin Molly Carroll vom Publisher Chucklefish Games teilt jetzt aber auf Twitter mit, dass sie Stardew Valley aktuell auf der Switch testet. Oder teste. Konjunktiv. Laut ihrer Einschätzung schlage sich Stardew Valley auf der Switch sehr gut. Das klingt ganz gut. In einem weiteren Tweet eines Chucklefish-Mitarbeiters sieht man Stardew Valley zum ersten Mal auf der Switch laufen. Die Entwicklung der Switch-Version von Stardew Valley scheint also gut voranzuschreiten und die Testphase erreicht zu haben. Ja, das ist ganz gut. Aktuell spricht nichts dagegen, dass der Veröffentlichungszeitraum im Sommer 2017 nicht eingehalten werden könnte. Also es könnte noch im Sommer rauskommen. Die Frage ist, wann? Wann kommt es raus? Wann wird es erscheinen? Das ist so die große Frage des Tages. Ja. Das wird die große Frage des Tages sein. Also es spricht nichts dagegen, dass es noch in diesem Sommer erscheint, weil die Entwicklungsfortschritte schon ganz gut sind, aber... Na! Sicher würde ich mir da nie sein, gerade bei der Switch. Na? Ah. Technik und Switch. Ja, ja. Aber das ist so viel zu Stardew Valley. Und mir wäre es tatsächlich auch egal, wenn es nur als Download-Titel rauskommt, also nur für den E-Shop und nicht als Retail, weil ich gerade
in der Diskussion, in den Kommentarzeilen von Nintendo Online sehe, ja, also wenn eine Retail-Fassung kommt, wird sofort gekauft und so weiter und so fort. Und ja, Retail wäre zwar auch schön, weil so kann man sich es in den Schrank stellen und so. Klar, ich verstehe das, aber für mich ist jetzt keine Retail-Fassung relevant. So, man kann mir auch. Keine Ahnung. Die eShop-Fassung geben und ich wäre zufrieden damit. Hätte aber schon ehrlich was. Also ich würde mich sehr darüber freuen, es endlich mal zu spielen, weil ich glaube, es kann es sein, dass es das sogar für Android und Apple gibt. Bin mir nicht ganz sicher. So genau wie Terraria. Das hat sich auch quasi auf alle Konsolen und generell auf alle möglichen Hardwares geportet, was irgendwie portbar ist. Mal schauen. Ich kann ja mal gucken. Was sonst noch so an Details rumgekommen ist, an News. Die neuesten News letzte Woche. Ja, da gibt es halt nicht so viel Relevantes, was halt so thematisiert wird. Da wird halt so gesagt, ja, wir freuen uns auch auf den Release der Switch. Auf irgendwelchen News-Seiten. Ja, gut, das ist ja schön für euch. So, das ist, das wollen alle. Das wollen viele. Da freuen sich viele drauf. Also machen Sie please mal kein Palaver und Fanks und berichten Sie nun. Sie alten Schweine. So, gut. Ja, das ist soweit zu Stardew Valley. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Ich weiß genauso wenig wie Sie. Aber es wäre schon cool irgendwie. Für die Switch. Und wenn Multiplayer, dann oh, es muss ja, es kann ja kein es darf kein lokaler Multiplayer sein, ne? Das wollen wir ja mal nicht. Also das, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist nicht die Diskussion, ne? Diskussion ist, Multiplayer wird dann, ich hoffe, wir müssen darüber nicht diskutieren, aber hey, ne? Multiplayer heißt Online-Multiplayer, okay? Gut, dann sind wir uns ja einig. Sehr schön. Nichts anderes wollte ich hören. Chucklefish. Nichts anderes wollte ich hören von euch. Richtig. Online-Multiplayer. Danke sehr. Für Switch. Um mit Mario zu spielen. Du weißt Bescheid. Naja, gut. Dann gibt's ja noch hier Terraria, ne? Das ist das nächste kleinere Übel. Terraria Switch. Mal gucken, was es dazu an Infos gibt. Terraria coming to Switch in 2017. Das ist doch schön für dich. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das jetzt noch passieren wird. Vor allem, weil es auch so aufwendig zu supporten ist. Bitte übertreiben Sie nicht, Fangs. Was sagen denn die News-Seiten? Ja, toll. Die News-Seiten sagen nicht zu viel. Ja. Wow. Es gibt eine News von Eurogamer irgendwie von 2016. Da haben sie den Titel aus dem Jahr 2016. Nintendo Switch Games List. 2017 Release Dates and Everything bla bla bla. So. Haben sie extra den Titel von NX auf Switch umgeschrieben, um mehr Klicks zu ziehen für ihre News. Fake News. Sau. Könnt ihr es wagen? Ich hab's ja, glaube ich, auch gemacht, also will ich da mal nichts gegen haben. Ich mach da meine Ausnahme, du Sau. Aber beim nächsten Mal klatscht es. Das kann ich dir sagen. So, dann bitte mal zack und zack. Also wann genau das Ding rauskommt, ich weiß es nicht. Warte mal kurz, ich kann da vielleicht mal gucken. Vielleicht kann ich ja irgendwie an einen Release-Date kommen. Auch wenn ich leider nichts dazu weiß.
Die nächsten Games, wie sieht's denn aus? Demnächst verfügbare Spiele laut Nintendo. Mario & Rabbids Kingdom Battle. Ich setze vielleicht auch mal ein bisschen. Hui. Ein bisschen mehr. Hui. Herr Helen. Mensch. Ja. Jedenfalls habe ich gerade eine Liste offen mit Spielen, die für Switch erscheinen. Und wir werden mal sehen. Hey, was kommt denn da so raus? Komischerweise sehe ich für den 8.12.2017 Rayman Raving Rabbids. Kam das nicht schon mal irgendwie raus? Ah, Konsole, Virtual Console, Wii U, Wii U, Wii U. Okay, irrelevant. Weg damit. Will keiner wissen. Wii U will keiner mehr was von hören. Gut, bevor wir jetzt hier weiter rumpalavern, lass uns mal ganz kurz hier die Wand erzeugen, ja? Thanks. Müssen wir nur ein bisschen abzählen, wie breit das sein darf. Nee, das stecken. Ich wollte hier vielleicht noch so ein bisschen breiter alles machen, damit hier vielleicht noch ein bisschen mehr reinpasst. Außer eine Kacktür, eine Dreckstür. Das geht wohl nicht. Schade. So. Mario & Rabbids Kingdom Battle, 29.08.2017. Monster Hunter Stories, 8.09.2017. Pokémon Tekken Deluxe, 22. September. FIFA 18, 29.09. Mario & Luigi, Superstar Saga und Bowser's Schergen, 6.10. 27.10. Mario Odyssey. Also von Terraria steht hier noch gar nichts. Auf der demnächst erscheinenden Seite. Oder demnächst verfügbare Spiele-Seite. Wie ihr möchtet. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Asymmetrie ist auf jeden Fall auf trocken am Start, aber ich denke, das ist egal. Das fällt, glaube ich, gar nicht so auf. Ich will ja wieder zwei Türen haben. Hier wieder so ein Doppeltür-Komplex. Damit das sehr schön aussieht hier. Das ist aber schade. Es steht hier halt wirklich nichts von Terraria oder sonst was. Also so wie es aussieht, gibt es dazu noch echt keinen Release-Termin. Also ich sag auch mal ganz ehrlich, ich tendiere irgendwie mehr zu... Seid mir bitte nicht böse, aber ich tendiere irgendwie mehr zu Stardew Valley als zu... Joa. Als zu... Terraria. Also ich stehe irgendwie mehr auf Stardew Valley. Ich will jetzt nicht irgendwie nur erkunden und besiegen und töten und so. Ich will auch mal irgendwie so ein bisschen die Welt kennenlernen und aufbauen und so weiter und so fort. Das ist gerade so meine Philosophie, die ich hege und pflegen will in der nächsten Zeit. Also ich habe momentan halt nicht so viel Lust auf Terraria. Was nicht heißen soll, dass das Spiel schlecht ist oder so, aber ich sag mal, man kann sich auch anderes gönnen. Fürs Erste. Wisst ihr, was ich sogar sagen würde? Wir packen die Türe nicht hier hin, sondern nach da hinten. Da haben wir hier nämlich so einen längeren Gang und so. Das hätte doch Style. Das macht was her. Macht ihr doch gern, so wie Radfahren am Meer. Und willst du Spaß auch so krass sein, musst du Ack sagen lernen. Ja, Bruders. Ja.
Gut, hätten wir das hier. Das hätte ja auch irgendwie Style, wenn ich quasi hier eine Tür hätte und hier, dann wird das nicht immer so eintönig und so. Ich glaube, wir machen das so. Hier eine Tür, da hinten eine Tür und schön ist die Welt. Gut, Jungs, Mädels, ich würde sagen, wir haben in diesem Part genug für den Rohbau getan. Und im nächsten Part sind die Türen dran und die Möblierungen dran. Sie wissen Bescheid. Macht's gut, haut rein. Ja, und bye.